Die Freundinnen von Henry und Tim waren übers Wochenende verreist. Beide Paare schrieben sich regelmäßig Nachrichten und schickten Bilder. Am Sonntagmorgen wollten die jungen Frauen ein Selfie ihrer Freunde. Henry schickte ein Bild von sich, wie er lächelnd in der Küche steht. Tim schickte ein Selfie von sich im Badezimmer. Erwischt! Eine der jungen Frauen wusste sofort, dass ihr Freund sie betrügt. Wer war es und wie hat sie das rausbekommen? Henry ist der Fremdgänger. Siehst du den Lippenstiftabdruck auf dem Glas da hinten auf dem Küchenschrank? Becca und Tom sind ein Paar. Einer der beiden hat einen Roller von Brown Scooters gemietet und muss noch für die Fahrt bezahlen. Ein Angestellter der Scooterfirma kommt, um die 15 Euro zu kassieren. Aber die beiden streiten sich, wer dafür bezahlen soll. Becca sagt, dass Tom den Scooter gefahren habe, daher sollte er auch bezahlen. Aber Tom sagt, dass Becca gefahren sei und dass sie dafür bezahlen müsse. Wer lügt? Becca fuhr mit dem Scooter. Siehst du die Fußspuren von Becca, die direkt zum Scooter führen? In einem Supermarkt gab es 3 Diebstähle. Einer im Februar, einer im Mai und einer im Juli. Zum Glück funktionierte die Überwachungskamera an diesen Tagen. Der Marktleiter rief Chefermittler Moore an und bat ihn, das Verbrechen aufzuklären. Der Chefermittler sah sich das Überwachungsmaterial genau an und bemerkte ein Detail, das ihm half, den Fall aufzuklären. Schau dir die Bilder genau an. Findest du einen Hinweis auf den Dieb? In allen 3 Videos taucht eine schwangere Frau auf. Im Video vom Februar sieht sie aus, als wäre sie im 7. Monat schwanger. Und im Mai und Juli scheint sie immer noch im 7. Monat zu sein. Das bedeutet, sie hat die Schwangerschaft nur vorgetäuscht, weil sie auf Diebestour war. Dr. O'Brien hat die Zeitmaschine erfunden und ist damit in die prähistorische Vergangenheit gereist. Schau dir diese Szene genau an. Erkennst du Dr. O'Brien zwischen den prähistorischen Menschen? Ich weiß, das war einfach. Es ist der Typ mit der Taschenlampe. Er wird sie mitgenommen haben, als er zur Expedition aufgebrochen ist. Katja kam zu spät zum Unterricht. Als sie endlich ins Klassenzimmer kam, rutschte ihr der Stapel Bücher plötzlich aus der Hand und sie knallten auf den Boden. Alle in der Klasse starrten sie an. Sie zog die Aufmerksamkeit von 20 Augen auf sich. Wie viele Leute waren im Klassenzimmer? Es waren 11 Personen im Klassenzimmer. 10 Leute haben jeweils 2 Augen, richtig? Und wenn du noch Katjas dazu zählst, kommst du auf insgesamt 11 Personen. Polizeibeamter David erhielt in der Nacht einen Anruf. Ein berühmter Chemiker war aus seinem Labor verschwunden. David untersuchte das Labor gründlich und fand einen Zettel mit zufälligen Zahlen. Auf dem Zettel stand 26358, 2827, 5716. Anhand dieser Zahlen gelang es David, den Wissenschaftler zu finden und die Entführer zu verhaften. Wofür stehen die Zahlen und wie hat David sie entschlüsselt? Der Chemiker war schlau. Jede Zahl auf dem Zettel steht für ein Element im Periodensystem. Das Element mit der Nummer 26 ist Fe für Eisen. Nummer 3 ist Li für Lithium. Und 58 ist Ce, Cerium. Wenn du dieser Logik folgst, erhältst du in der ersten Zeile den Namen Felix. Und die Zahlen in der zweiten Zeile stehen für Nikolas. Nachdem David die Namen herausgefunden hatte, spürte er die Verbrecher auf und verhaftete sie. Helena hat sich endlich eine neue Gitarre gekauft. Sie hätte gerne sofort auf ihr gespielt, aber sie musste zur Schule. Sie ließ die Gitarre in ihrem Zimmer stehen und schloss die Tür ab. Am Abend kam sie nach Hause und freute sich schon auf die Gitarre, aber sie war weg. Ihr war klar, dass jemand aus der Familie dahinter steckte. Immerhin spielten sie sich gerne gegenseitig Streiche. Also fragte sie jeden,
Helenas Mutter sagte, sie habe die Gitarre noch nicht einmal gesehen. Ihr Vater sagte, er habe sie gesehen, als er an ihrem Zimmer vorbeiging. Aber er schwor, dass er nichts angestellt hatte. Helenas Bruder sagte, er sei den ganzen Tag unten im Haus gewesen und habe die Gitarre nicht gesehen. Helena wusste sofort, wer ihr einen Streich spielen wollte. Weißt du's auch? Ihr Vater war's. Er sagte, er hätte die Gitarre gesehen, als er an ihrem Zimmer vorbeikam, aber das ist unmöglich. Helena hatte doch die Tür abgeschlossen. Eine Bank wurde von maskierten Räubern überfallen. Der Bankangestellte sollte ihnen das gesamte Geld aus dem Tresor geben. Doch dann klingelte das Telefon des Bankangestellten. Es war seine Mutter. Ein Räuber sagte ihm, er solle rangehen, um keinen Verdacht zu erregen. Er nahm den Hörer ab und fragte, »Gibt es einen Notfall, Mutter? Ruf mich an, wenn du nach Hause kommst und Hilfe mit dem Abendessen brauchst.« Dann legte er auf. 5 Minuten später, die Räuber standen noch in der Bank, kam die Polizei. Woher wusste die Polizei von dem Raubüberfall? Der Bankangestellte war schlau. Während er mit seiner Mutter telefonierte, drückte er immer wieder die Stummtaste, sodass seine Mutter am anderen Ende der Leitung nur hörte, »Notfall, Mutter, ruf Hilfe!« Eine Gruppe Freunde beschloss endlich, das Spukhaus am Rande der Stadt auszukundschaften. Am Abend gingen sie hin, aber als sie dort ankamen, wollte einer der Freunde nicht mehr ins Haus gehen. Er versuchte sogar, die anderen aufzuhalten, aber die lachten nur und ließen ihn stehen. Aus dem Haus kamen schreckliche Geräusche und dann war alles still. Jan hat seine Freunde nie wieder gesehen. Woher wusste Jan, dass mit dem Haus etwas nicht stimmte? Jan war sehr aufmerksam. Er sah, dass Fußspuren ins Haus führten, aber keine, die nach draußen führten. Ein luxuriöses Apartmenthaus hat 7 Etagen. 5 Personen wohnen in der 1. Etage, 8 Personen wohnen in der 2., 11 Personen in der 3. und so weiter. In jeder weiteren Etage leben also 3 Leute mehr als in der vorherigen. Welche Etage wird im Aufzug am häufigsten gedrückt? Das Erdgeschoss natürlich. Wer in den oberen Etagen wohnt und mit dem Aufzug runterfährt, drückt immer auf Erdgeschoss, oder? In einer Kleinstadt meldeten sich 3 Lehrerinnen am selben Tag krank. Janet sagte, sie sei in einen Autounfall geraten und habe sich das Bein gebrochen. Sie habe Schwierigkeiten, mit dem Gips zu laufen. Emma sagte, sie habe beim Training ein Unglück gehabt und nun könne sie ihren Kopf nicht mehr drehen. Und Tina sagte, sie sei mit dem Fahrrad gestürzt und habe sich am Arm verletzt. Eine der Lehrerinnen will sich eine Krankmeldung erschleichen. Kommst du drauf, welche? Es ist Janet. Sie behauptet, dass sie mit dem Gips nicht laufen kann, aber sie nutzt nicht mal Krücken.